Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Unboxing. Die fette, ultra-hardcore, super-super-Tastatur ist da von Mountain. Richtig fettes Ding, von euch gespendet bekommen. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Muah. Wer da genau reingespendet hat, kann ich sogar ganz genau einkreisen. Und zwar Patamek, Yakuza, Sneasel und Briggs. Ihr vier habt mir das Teil hier geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt machen wir die auch mal auf. Ne? Let's go. Unboxing-Messer. Yes, yes. Ich bin hier jetzt wirklich extrem gespannt, weil das ist die krasseste Tastatur, die ich jemals hatte. Ich meine, die ich aktuell habe, da ist sie, die HyperX, die war schon auch nice. Nur jetzt über die Jahre sind halt leider ja, die Tasten Stück für Stück kaputt gegangen und jetzt muckt sie generell nur noch rum. Darum eben die neue. Und die ist nochmal ein gutes Stück fetter als diese HyperX. Unter anderem kann man bei dieser... Wow, reach the summit. Kann man bei dieser Tastatur so gut wie alles eben austauschen. Also man kann einzelne Tasten komplett austauschen und muss sich nicht direkt halt eine neue Tastatur kaufen, wenn da mal was komplett hinüber ist. Ich heb das Teil dann mal raus. Alter, ist das schwer. Boah, scheiße her. Das ist echt ein schickes Design. Das ist hier so eingelassen. Also das ist die untere Schicht, ne? Mit dem, ich nehme an hier, ja, mit dem Logo. Ich kannte übrigens die Firma Mountain davor nicht. Also ich habe mir von euch mal wieder im Stream... Gibt es übrigens dreimal die Woche auf Twitch, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und den Freitag ab 20 Uhr. Silent. Ja, ich habe mir im Stream von euch die Tipps geben lassen. Ihr habt mich, ja, ich sag mal, dazu überredet für genau dieses Teil. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist sie zu teuer oder war sie zu teuer. Aber da ich eben, ja, ziemlich verrückte Leid bei mir im Stream habe, hieß es einfach nur, jetzt macht das Spendenziel auf. Und dann war es voll und dann, ja, haben wir sie gekauft. Oder habe ich sie halt gekauft dann. Vielen, vielen Dank nochmal. Achso, der deutsche Text übrigens. Everest Max beschreitet neue Wege als modulares und voll ausgestattetes mechanisches Keyboard der Extra-Klasse. Oh my gosh. Per Key RGB. Ich hab jetzt eine bunte Tastatur übrigens, scheinbar. Gönne dir die absolute Flexibilität. Reach Summit. Okay. Da muss ich wohl meinen Summit reachen jetzt. Jetzt reachen wir erstmal in den Karton rein. Zack. Zäh. Huh. Ach gut. Das ist allerdings fett. Ich gucke jetzt ganz kurz, ist das einzeln hier oben? Jawohl, das ist erstmal das Main-Teil. So, es riecht übrigens ziemlich ekelhaft. Ich hole sie mal ganz vorsichtig aus ihrer Verpackung raus. Und ja, das ist sie. Das erste Stück, der erste Part. Hier sieht man diese gebürstete Oberfläche oder wie sie es nennt. Und der Clou bei der hier ist zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt fragt, warte mal. Numpad, hallo? Das Numpad kann man hier anschließen, hier. Oder wenn man Bock hat, hier. Also ich nehme an, hier, an diesen Teilen. Und man kann es fester anklicken, an beide Seiten. Oder mit Kabel ein bisschen weiter weg, wie man halt lustig ist. Die Tasten drücken sich. Sehr nice. Hört euch mal das hier an. Und dasselbe mit der Tastatur hinten, mit der alten. Das ist schon extrem. Ja, wie gesagt, also hier sind die Anschlüsse für das Numpad und hinten sind eben auch nochmal, ich glaube, zwei USB-C oder was es hier ist, oder USB-A oder wie sich es nennt. Machen wir weiter mit dem Teil hier oben drauf. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Armrest oder halt die Fingerrest. Oh, sehr schön. Ganz weich. Das klickt man dann eben vorne dran. Das mache ich jetzt auch direkt. Das habe ich nämlich hier bei meiner alten auch. Und das bin ich mittlerweile gewohnt, dass ich da sowas dran habe. Ach, guck mal da. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich das dran machen soll. Das ist magnetisch. Das ist ja richtig sweet. Das legt man einfach jetzt dann dahin. Und dann ist es dran. Ja? Easy. Hier an der alten hängt es so dran da unten. Ich hole jetzt mal die Verpackung nochmal ran, denn die hat hier vorne so eine kleine Schublade. Und oh, guck mal. Oh. Alter Falter. Okay, das ist ja insane. Wie das geliefert wird, ist das geil. Also in dieser Schublade ist die gesamte Peripherie am Start. Also USB-Kabel, Numpad, Media-Dock und eben Customize-Kram. Wir gucken erstmal in dieses Standard-Ding Numpad rein. Das ist das Numpad mit vier Tasten, die man so ein bisschen wie beim Stream Deck, das ich da hinten stehen habe, das ihr nicht sehen könnt, dann wohl auch einstellen kann. Ich öffne die ganze Sache mal. Oh, Google Muldo. Ach gut. Boah, ist das schwer. Wir holen das vorsichtig raus. Und ja, haben hier eben jetzt das Numpad in der Hand. Ach ja, was übrigens auch sehr nice ist, sind hier hinten die Füßchen.
die natürlich auch so an der Tastatur dran sind. Ich habe immer nur diese Klickfüßchen gehabt, die man so umklickt. Die kennt ihr bestimmt. Ihr wisst, was ich meine. Die man so umklickt und dann steht die Tastatur eben so leicht schief. Das brauche ich auch auf jeden Fall. Oder es ist mir halt wichtig, dass das so ist, wie es ist. Diese Füßchen sind mir immer wieder halt abgebrochen. Gerade bei den billigeren oder günstigeren Tastaturen. Ich nehme an, dass das hier nicht möglich ist, dass da hier irgendwas großartig kaputt geht. Je nachdem, wo man dieses Numpad anbringen möchte, also rechts oder links, macht man, also kann man hier drin die Dockstelle, kann man eben rausschieben und dann schiebt sich auch direkt das Teil hier mit raus, das dann wohl einfach nochmal extra hält und dann kann man das Ganze andocken. Oh ja, das zieht sich ran. Okay, es ist verbunden. Oh. Und schon ist es angedockt, auch magnetisch. Also hier sind auf jeden Fall auch Magnete mit im Spiel, die das Ganze halten. Aber auch durch diese Klammer hier drin hält sich es auch nochmal. Ich denke, ich werde es wahrscheinlich einfach so lassen, einfach aus der Gewohnheit raus, aber ich könnte es natürlich auch irgendwie hier hinlegen und dann mit einem USB-Kabel, das mitgeliefert ist, halt verbinden oder auf die andere Seite machen. Aber da ich so natürlich eingearbeitet bin, ist das schon ein Muss, dass das hier drüben ist, also für mich. Weil so benutze ich die ganze Geschichte halt. Ich lasse jetzt mal so stehen und gucke hier drüben jetzt mal in die Kabelbox rein. Das sind eben, ja, nehme ich an, die Verlängerungskabel, die man nutzen kann, um zum Beispiel das Numpad weiter weg, also von weiter weg zu bedienen. Achso, und wahrscheinlich ist es auch die Stromversorgung. Oder es ist ausschließlich die Stromversorgung und das, was ich meine, ist woanders drin. Kann natürlich auch sein. Die andere war schon krass verpackt und sauschwer und hat sich gut angefühlt, aber das... Oh, ich glaube, das hier ist es, wovon ich eben gesprochen habe. Damit kann man oder sollte man die Sache verbinden können. Ne? Also genau, ich kann das hier reinmachen. Hier. Und jetzt könnte ich halt, wenn ich es geil fände, das Numpad von weiter weg bedienen. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, zumindest im Moment nicht. Vielleicht kommt der Tag, wo ich sage, ah ja, geil. Endlich habe ich ein bisschen Platz zwischen mir und dem Numpad. Okay, und dann, ich gehe stark davon aus, ist das hier die Stromversorgung. Und die kommt wahrscheinlich hier unten rein. Das Kabel passt auch genau hier rein. Und dann schließt man das andere Ende eben am PC an. Weiter geht's mit diesem Media-Dock. Und das hier ist eben das, was ich an meiner alten auch oben dran habe. Nehme ich an, einfach um ja laut, leise und so weiter zu machen. Also das wird man auch einfach über USB anschließen können an die Tastatur. Sieht auch wieder sehr, sehr edel aus. Ich hole es hier mal raus. So wie ich das aus der Vorschau gesehen habe, achso, ich kann es euch eigentlich ja hier zeigen, kann man dieses Dial auch programmieren, beziehungsweise eben alles mögliche drauf anzeigen lassen. Also ich kann mir wahrscheinlich auch für den Stream die Zuschauer anzeigen lassen oder vielleicht den Chat in Mini sogar, wobei ich das nicht weiß, oder halt eine Uhr, die Temperatur und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall komplett insane, was das Ding kann. Und es ist halt noch RGB super duper beleuchtet. Ja, und wegen der Customization kann ich eben hier, also man sieht hier unten, ist der Stecker direkt integriert. Ich kann es jetzt, wenn ich möchte, hier anstecken, also auf der rechten Seite, da werde ich es wohl auch haben, weil es bei meiner alten auch da war. Oder hier auf der linken Seite. Oder außerhalb halt. Ne? Mit dem Verlängerungskabel kann ich ja sicherlich, was aber irgendwie hanebüchen wäre, den hier machen. So. Und dann könnte ich es halt woanders anschließen. Aber das ist jetzt auch irgendwie nicht so in meinem Feeling. Ich mache das ganze Ding hier oben dran. Auch wieder magnetisch übrigens. Und zack. Das drückt sich aber trotzdem fest. Also das ist jetzt auf jeden Fall dran. Ja, und hier kommen jetzt die Customization Tools. Und da bin ich gespannt, ob da eben nochmal was für die Tiltung, also ich nehme an, das sind die Tiltteile, mit drin ist, dass ich das noch ein bisschen stärker tilten kann. Oh ja, 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 okay. Boah, guckt euch das an. Oh, wie schick das gemacht ist. Ah, das ist ja geil. Das ist ja ultra. Also ich bin, ja, okay, geil. Das kann man jetzt hier zwischen machen. Also man sieht, das ist das Endteil, ne, weil das so ein kleines Gummi hat. Das mache ich jetzt ab. Jetzt mache ich das hier rein. Zack. Und das hier. Boah, ist das... Oh, das ist wirklich... Boah, ich bin echt hin und weg. Also ich glaube, New Player 3, der echte, du hast die Tipps gegeben zu dem Teil, zu der Technik, ne? Dass das hier wohl was wäre, was mir gefallen könnte. Also du hast vollkommen recht gehabt. Und hier sind dann nochmal wohl zum Testen die unterschiedlichen Switches, die man haben kann, drin oder was? Ist ja insane. Ich habe welche? Ich habe die roten, glaube ich, oder was stand drauf? Ich habe die Cherry MX Silent. Bei Cherry gehe ich jetzt einfach davon aus, dass... Ah, das könnte es auch sein. Ja, das ist ja richtig geil. Guck mal, also man hört hier, wenn ich den blauen drücke, ein Soundsample, wenn man dann mal irgendwie upgraden will oder wie auch immer. Ich bin wirklich baff. Ich habe ja jetzt beim Numpad auch schon jeweils eins höher gemacht. Ich könnte mir vorstellen, aber das muss ich später im Sitzen und generell heute während dem Stream mal testen, dass mir das schon reicht. Und wenn nicht, habe ich eben nochmal 4. Das heißt, ich kann noch einmal so weit erhöhen. Aber das, auch wenn ich es neben die alte Stelle oder zu alten Stelle,
ist, ja, das ist meine Tiltung. Und dann ist hier, neben den Switches und den Dingern und der Escape-Taste, die sich hier ausgetauscht haben, ja, mit ihrem Logo, das werde ich jetzt einfach auch so lassen, ist ja auch nochmal ein Utensil dabei, um, ich nehme an, einfach die, ja, Tasten herauszunehmen. Das testen wir gerade mal hier mit dem Numpad. Wahrscheinlich ist das eine für die Taste und das andere... ja, habe ich schon? Ah jo, chillig. Also die Tasten gehen sehr, sehr einfach raus. Ah, und da sehen wir es direkt. Wir haben die da. Und wahrscheinlich kann man den Switch dann wiederum mit dem Ding rausmachen. Ich teste mal kurz. Der hat hier links und rechts Einkerbung. Ich teste es mal. Ich traue mich jetzt nicht, aber ich nehme an, das würde dann so rausgehen. Ich will jetzt nichts kaputt machen. Es ist einfach geil. Wirklich geil. Natürlich darf man die Beschreibung nicht vergessen. Logischerweise nochmal ein Manual dabei. Und ich nehme... Ah, und Sticker. Und ich nehme an, dass hier auch nochmal drin steht, wie man die Dinger rausmacht. Ah ja, hier hat Keys für die Beleuchtung. Bei meiner alten Tastatur war das oben drauf mit extra Tasten. Hier macht man das über die Hotkeys, auch mit Profilen und so weiter und so fort. Das schaue ich mir dann später noch in Ruhe an. Ah ja, guck mal. Und da hinten sind wir schon dabei. Es gibt hier Gear, das man sich kaufen kann, okay. Gönn dir maximalen Style, schreiben sie hier. Aber das hier vorne ist natürlich nochmal wichtig. Ja, gut, ich habe es direkt richtig gemacht. Also so swappt man die Teile und man kann die tatsächlich einfach rausziehen. Das habe ich mich jetzt eben nicht getraut. Numpad haben wir vorhin schon gerafft, wie das funktioniert. Wir können hier switchen, wie wir wollen. Ja, so viel zu meiner neuen Tastatur. Das ist wirklich ein Brecher. Also nicht von der Größe her. Das ist eine Standardgröße. Aber der Umfang und wie es kommt und wie es verpackt ist hin und her. Echt nice. Wirklich richtig, richtig nice. Die Beleuchtung mache ich dann gleich noch. Ich werde jetzt erstmal den Stream ready machen müssen, weil es geht gleich schon los. Und das reiche ich dann hier in dem Video nach. Und zwar... Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.